Welche Aufgaben kamen mit dem Mauerfall plötzlich auf Sie zu? Naja, die Situation, dass eben vermehrt der Besucherverkehr in den Werra-Meißner-Kreis so zunahm, dass eben verkehrsregelnde Maßnahmen notwendig waren und dass man eben, jetzt musste man sich vorstellen, das waren ja überwiegend Zweitakter, ja, und die Trabis und unsere Tankstellen waren nicht in der Lage, die eben so zu bedienen. Also musste überall ja noch ein bisschen Öl immer dazu gegossen werden. Also haben wir dann mit dem ADAC und mit den Abschleppern so weit verhandelt, dass die immer helfen konnten, denn überall lagen die Fahrzeuge und kamen nicht weiter, weil sie keinen Sprit hatten. Und außerdem haben wir dann organisiert, die Fahrzeugführer, die alle kamen, die hatten ja nur weiße Karten. Also in die DDR war insgesamt mit Straßen überall bezeichnet, aber alles, was Richtung Bundesrepublik ging, war weiß. Ja, wo liegt denn jetzt Kassel? Wo liegt Bad Hersfeld? Wie komme ich denn nach Paderborn? Und dann haben wir eigentlich kopiert ein paar Seiten vom Atlas, und dann kam aber dann über die Automobilverbände, die standen dann überall in den Straßen und haben die jeweiligen Straßenverzeichnisse verteilt. Ja. Also das war schon sehr emotional und dramatisch. Ne? Viele Freundschaften, die sich auch ergeben haben, ja, dass man eben aufeinander zugegangen ist und hat sich auch zum eingeladen eben mal, das hat auch bis heute noch gehalten. Ne?